Martin, verrat mal Tricks, Alter. Hi, heute geht es um ein 1er M-Coupé und zwar dieses wunderschöne Exemplar. 1er M-Coupé ist im Serienzustand schon eins meiner absoluten Traumautos und hier ist er umgebaut zu einem ziemlich heftigen Track-Tool. Was genau mit dem Auto abgeht, was ist da verbaut und so weiter, das gucken wir uns gleich an. Vorher noch ganz kurz, ich wollte euch in Zukunft ein bisschen da, wo ich kann, zumindest mitnehmen auf dem Weg zu den neuen Folgen von Zeig den Hobel, denn ich werde oft gefragt, geht's da weiter und wann geht's da weiter und wie geht's da weiter und ich kann irgendwie immer nur sagen, ja, es geht weiter. Und deswegen dachte ich, wo ich kann, nehme ich euch ein bisschen mit. Heute ist, wie gesagt, einer von diesen Tagen, wo ich das beides miteinander ein bisschen verbinden möchte. Denn ich filme gerade mit einer 360-Grad-Kamera und mit der möchte ich in Zukunft den Rundgang um die Autos bei Zeig den Hobel mit euch filmen, weil da nicht immer ein Kameramann dabei sein wird. Ich wollte mal gucken, wie das auch funktioniert und ob das funktioniert erstmal. Wie komme ich zu der Ehre, jetzt hier diesen 1er M einfach hier ausführen zu dürfen? Das Auto soll verkauft werden bald. Und dafür müssen Verkaufsfotos gemacht werden und dafür habe ich den sehr talentierten Martin Stollenberg, aka Touri Fotos, angerufen. Der ist schon drin und dann fahren wir gleich los und machen Fotos davon und ich darf fahren. So, das ist das Allerbeste. Das heißt, eigentlich ist all das hier nur eine Ausrede, um 1er M-Coupé zu fahren. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich bin noch nie ein 1er M-Coupé gefahren. Und ich bin ein bisschen müde, weil ich gestern natürlich noch Ewigkeiten bei Mobile rumgesurft und rumgegurkt bin, um zu gucken, ob ich mir so ein Ding vielleicht irgendwann mal leisten kann, wenn ich mir eine Niere verkaufe. Und die traurige Realität ist, nein. Aber nicht so schlimm, dafür kann ich das Ding heute fahren. Es ist nicht so das ideale Wetter für die Reifen. Und um so ein Auto irgendwie angemessen zu bewegen, wird auf Landstraßen sowieso schwierig. Aber wenigstens so ein paar Eindrücke kann ich euch vielleicht vermitteln. So, jetzt gucken wir uns das Auto erstmal an. Vorher gebe ich aber schon mal Antwort auf die Frage, ob das Ganze videotechnisch überhaupt irgendwie funktioniert hat. Und die Antwort lautet, nicht so richtig. Das 360-Grad-Video sieht noch nicht so aus, wie es aussehen soll. Ich habe mittlerweile eine Lösung dafür gefunden, aber die würde jetzt bedeuten, dass ich das ganze Video nochmal neu schneiden muss und dann müsstet ihr deutlich länger auf das nächste Video warten. Deswegen dachte ich, könnt ihr vielleicht besser mit ein bisschen Versatz im 360-Grad-Videoteil leben. Natürlich ist das nicht das Einzige, was schiefgegangen ist. Die Audiorekorder sind in guter Autospielmanier mal wieder ausgefallen. Die neuen sind bestellt und die sind schon da und ich hoffe und ich bete dafür, dass sie Abhilfe schaffen werden. Aber für dieses Video bedeutet das eben, dass ich ab und zu zwischen den Tonquellen hin und her switchen muss. Das hört sich doof an, aber wäre noch verkraftbar gewesen. Schade aber ist, dass der Fahreindruck hinten ein bisschen kürzer ausfallen muss, weil man auf dem Material einfach nichts mehr verstehen kann und Knacken und Rauschen dominiert. Das bringt es dann auch alles irgendwie nicht. Das Auto ist aber so mega geil und ich glaube, es sind noch ein paar coole Sachen im Video dabei. Das wollte ich euch alles nicht vorenthalten. Deswegen gucken wir uns jetzt an, was verbaut ist. Das ist eine ganze Menge und der Besitzer hat mir gestern nochmal eine Specklist zugeschickt, weil mein Gehirn zu klein ist, um sich das alles zu merken. Habe ich die Specklist einfach mal mitgebracht, werde ab und zu mal drauf flugen müssen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich guck mal, wie weit ich komme ohne Zettel. Also als erstes sehen wir eine Carbonhaube, lackiert in Wagenfarbe natürlich. Hier mit den Lüftungsauslässen, bessere Temperaturen im Motorraum, nicht so ein Hitzestau. Und auch ein bisschen weniger Auftrieb, weil die Luft sich hier nicht so unter der Haube staut, sondern gut entweichen kann. Weniger Auftrieb ist schon das Stichwort, denn hier sind noch Carbon, also echt Carbon Flaps angebracht. Sieht auch mega geil aus. Und auch hier der Splitter ist auch aus Carbon mit den Bremsbelüftungseinlässen. Die Lippe braucht aber, glaube ich, ein bisschen Liebe. Sieht ein bisschen traurig aus gerade, aber was soll's. So, Carbon ist schon das Stichwort. Es geht nämlich weiter auch hinten mit Carbon. Hier der Flügel, GT4-Flügel, auch aus Carbon. Und auch die ganze Heckklappe ist auch aus Carbon. Makrolonscheiben hinten und hinten an der Seite. Fahrwerksmäßig. Nitron R3, also schon obere Schublade von Nitron. Eine AP Racing Bremsanlage, eine Festsattelbremsanlage. Es ist die Racing 5000 RR. 378 mm Scheibendurchmesser und 36 mm Scheibendicke. Performance Friction Bremsbeläge vorne genauso. Performance Friction Bremsbeläge an der Hinterachse, allerdings in einem Seriensattel. Hinten ist die Bremsanlage komplett Serie. Wie gesagt, bis auf die Bremsbeläge und Stahlflexbremsleitungen sind natürlich rundum drin mit Motul Bremsflüssigkeit. Soll aber wohl ganz gut funktionieren. Auch mit der Serienbremse hinten.
werden wir heute allerdings nicht ausprobieren, wie gut das wirklich funktioniert. Hinten eine Lightweight-Abgasanlage, die sich echt super gut anhört. Ich hoffe, das können wir gleich ein bisschen rüberbringen im Video. Das Besondere an der Abgasanlage ist, dass es eine komplette Titan-Abgasanlage ist und ist tatsächlich wohl der Prototyp von dieser Anlage gewesen. Super leicht, mega guter Klang. Klang, auch wieder das Stichwort, Downpipe mit 200, also nicht mit 200 Zellern, sondern mit 200 Zellern. Cut-mäßig verbaut. Sorgt auch für ein bisschen besseres Durchatmen und ein bisschen besseren Klang. Und ja, leistungsmäßig gucken wir gleich nochmal ein bisschen unter die Haube, obwohl ich gar nicht ganz genau weiß, was das Ding drückt. Aber wir gucken gleich trotzdem nochmal. Räder, ProTrack One in Gold und reifenmäßig Nankang AR1 in 265 35 18. Vorne wie hinten, also ein Square Setup. Und es steht dem Auto sehr gut, das Square Setup. Das sind noch BMW M Performance Rückleuchten in schwarz bzw. getönt, aber ich glaube, das ist somit das unspektakulärste Feature an dem Auto. Sieht aber trotzdem gut aus. Vorderachse ist ein Uniball gelagert, Hinterachse umgebaut auf starre Lager, also auf Alu-Lager. Ich glaube, wir gucken am besten mal in den Innenraum einfach. Der ist nämlich auch sehr schick. Das auffälligste wahrscheinlich Zelle. Recaro Pole Positions in Leder für Fahrer und Beifahrer. Ein CAE-Shifter, ein Armaturenbrett komplett in Alcantara. Lenkrad in Alcantara mit der blauen 12 Uhr Markierung. Ein Race Navigator Carbon Türverkleidung. Lightblocks Batterie ist auch verbaut. Die ist wahrscheinlich unter der Helmbox im Kofferraum. Carbon Deckel nochmal einmal auf. Ja, hier sehen wir Helmbox und die Ausgleichsbehälter von dem Fahrwerk. Aber ja, Batterie ist unter der Helmbox. Unter der Carbonhaube verbirgt sich noch das ein oder andere Schmankerl. Es ist ein Wagner Evo Competition 2, Ladeluftkühler verbaut. Den sehen wir, glaube ich, nicht auf Anhieb. Aber was wir sehen, ist der zusätzliche Ölkühler hier vorne. Ansonsten ist der ganze Motor von AMC Motorsport gebaut worden. Eine Leistungssteigerung hat er also auch bekommen. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie viel Leistung er hat. Aber mehr als 340 sind es auf jeden Fall. Hier sieht man nochmal die einstellbaren Uniball-Domlager vom Nitron R3 Fahrwerk. Hier sehen wir nochmal die Anschlüsse für den Ölkühler. Ja, Haube zu. Carbon übrigens hier, sehen wir nochmal. Schick, schick, schick. Und jetzt können wir fahren. Ich bin mal gespannt darauf, wie das funktioniert. Mein Knie ist ja noch ein bisschen mitgenommen. Da ist nämlich ein Massenfunker mit einer verstärkten Kupplung drin. Das fühle ich dann gleich bestimmt spätestens. Mein Knie wird mir nachher Bescheid sagen. Und jetzt gehen wir noch in eine 1er M Coupé fahren. Ich bin aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Aber ich freue mich. Martin, bist du fertig? Losgehen. Also, bevor ich ein bisschen Schiss habe, dass das so ein Never Meet Your Heroes Ding ist. Weißt du? Ja, ich dass weiß man, genau, was du meinst. Dass man die Karre immer sieht und denkt, boah, Alter, das, was das für ein Trümmer, ey. Und dann sowas. Fährst es und dann ist es irgendwie nicht mehr. Boah, ich glaube, das so kann ja bei vielen passieren, aber nicht bei denen. Oh, was hoffe ich denn? Muss ich mal Kupplung schauen? Ja, das sah gut aus gerade, ja.
ist geteert, das wäre mega. Hier die komplette Media-Eskalation, Video, Foto, alles. Hier werden jetzt richtig Terabyte hergestellt. Du musst Stopp schreien, ne? Sonst fahre ich jetzt hier rückwärts bis zur Nürburgring. Ja, fahr ruhig bis nach Hause. Machen wir hier gerade was runter? Hier liegt was runter? Ich bin abgelenkt. Aua! Da ist das Ding. Ja, der ist fotogen. Ja, das Ding ist fotogen, ey. Auf jeden Fall fotogener als der Fahrer. So. Erkennst du Hoonigan Autofokus eigentlich? Das ist praktisch das Format, was wir gerade klauen. Unbeabsichtigt. Entschuldigung. Hoonigan kenne ich, aber mir sagt jetzt die Serie. Larry Chan, kennst du? Ja, den auf jeden Fall. Ja, der macht für Hoonigan so eine Videoreihe, wo der praktisch als Fotograf die Autos sich anguckt und manchmal mitfährt. Also der macht, als eine Person das, was wir als zwei Leuten machen jetzt, ja. Ach, krass. Das ist doch geil. Das heißt, der ist doppelt so gut wie wir. Doch, den finde ich. Der ist brutal, ne? Mega. Ja, Grüße gehen raus. Sorry. Grüße gehen raus. Wir haben nicht, also ja, haben wir das jetzt einfach so mit. Geklaut will ich nicht sagen. Ist ja eine Hommage, ist praktisch eine Verbeugung vor den Künsten dieser Leute. Martin, verrat mal Tricks, Alter. Warum fotografierst du jetzt mit so einer langen Linse hier? Das sieht alles ein bisschen fetter aus dann, ne? Ja, du musst das doof ist natürlich, du musst theoretisch weiter weggehen. Das sieht ein bisschen lustig aus, weil ich könnte ja eigentlich näher rangehen mit einem kleineren. Aber dadurch kriegst du das Auto halt viel weiter freigestellt. Das sieht viel geiler aus, dass der Hintergrund dann einfach, wenn du von weitem weg fotografierst, dann stellt, ja, freistellen nennt sich das einfach, dann ist das Auto einfach, sieht noch viel, viel krasser aus, als wenn du es von so nah machst. Okay. Dann setzt sich der Hintergrund stärker ab, so könnte man es am besten beschreiben. Also Fotografen pro Trick. Weiter weggehen. Langes Rohr. Weiter weg und langes Rohr. Langes Rohr, weiter weg. Das ist das Fazit. Und dann, was immer noch, sieht zwar aus wie ein richtiger Spinner. Ah, richtiger Körpereinsatz. Ja, aber cool. Muss ja, alles fürs Foto. Weil tief und tief sieht besser aus als hoch, weil das Auto dann fetter aussieht wieder, ne? Wo du gerade eben, genau das. Das Wichtigste ist, also ein Auto, das würde ich nie. Wenn du vor einem Auto stehst, du musst immer in die Hocke gehen. Das sieht sonst sieht jedes Auto eigentlich doof aus. Wenn du es aus dem Winkel fotografierst, wo du eigentlich immer stehst, du musst immer in die Hocke gehen. Okay. Wusstest du, dass der Larry Chen schon mal am Ring war? Ja, ich glaube, der war auch schon öfter hier, glaube ich, oder? Mein Metier ist ja, sage ich mal, hauptsächlich Touris. Ja. Und da habe ich den schon getroffen. Echt jetzt? Also nicht getroffen, dass er Fotograf war. Ich habe ihn fotografiert und mit ihm auch nachher ihm das Bild zur Verfügung stellen können. Cool, cool. Das Alter, war und warst du starstruck oder ging? Ja, ich war ja zurück, nur virtuell haben wir uns getroffen. Ach so, okay, ja. Wir haben uns getroffen, da war die Leitplanke dazwischen. Er saß im Auto, ich habe ihn fotografiert und danach haben wir nur geschrieben. Aber trotzdem, Junge. Der ist schon eine ziemlich große Nummer da, so, ne? Eigentlich? Ich würde sagen, das ist einer der Typen. Der Typen, ne? Was benutzt du für einen Filter? Pole-Filter? Eigentlich also kannst du auch so. Kannst dir so in dein schlaues Büchlein schreiben. Du brauchst gar nicht losgehen, wenn du keinen Pole-Filter dabei hast. Ach, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber. Ich glaube, ich habe ich will es gar nicht so ausdrücken, aber ich glaube, ich habe viele Jahre kein einziges Foto mehr ohne Pole-Filter gemacht, sagen wir mal so. Wir sind wieder angekommen im wunderschönen 1er M und erster Spot fertig und jetzt tun wir so, als wenn wir noch einen zweiten Spot wirklich suchen. Das ist wirklich auch hartes Brot hier, ne? Ja, ja. Harte. Hoffentlich ist bald Feierabend. Ja. Ja, Temperatur da auch. Ich lasse mal Traktionskontrolle einfach in weiter Voraussicht an. Alter, und das ist mit Traktionskontrolle an, ne? Und das Lämpchen hier leuchtet fast in einer Tour. Also der schart schon ordentlich mit den Hufen. Drehmoment ist brutal, ne? Der Lader braucht so eine ganz kurze Gedenksekunde und dann. Ich überlege die ganze Zeit, wie viel Umdrehungen das hier sind, wo du hier rein. Das ist mega wenig, 2,5 und dann ab 3 macht er richtig Kapelle. Guck mal. Das sind jetzt 3, ne? Ach du Scheiße!
das erstmal gesehen. Da, ey, das ist schon echt heftig. Also, das sind easy 400 PS. Das ist wahrscheinlich eher Richtung 450, denke ich jetzt gerade mal. Alter Schwede! Aber wenn der Lader dann kommt, ist das Drehmoment halt auch einfach nicht zu vergleichen mit einem S65. Da hat der hier einfach so viel mehr Druck. Fast auf 100. Fast auf 100. Und im oberen erlaubten kmh-Bereich auf einer Landstraße fängt dann auf einmal nochmal ordentlich die Traktionskontrolle, die Lampe davon an zu leuchten. Also das ist schon, da ist schon jemand zu Hause in dem Ding hier. Junge, Junge. Servolenkung noch schön hydraulisch mit Servoöl. Mega gut. Wird leider nicht mehr so viel gebaut. Aber das ist immer wieder eine ganz gute Rückerinnerung, die es eigentlich sein sollte. CAE-Schiff da, wie immer, über jeden Zweifel haben, einfach nur brutal, passt wie Arsch auf einmal in so einem Auto. Ja, und Fahrwerk einfach so mega satt, also über das ganze Rumspiel einfach richtig in Ordnung bleiben. Muss ich jetzt tatsächlich mit dem Telefon filmen, weil der Kamera-Akku leer ist. Wieder was gelernt. Mehr Akkus für das Ding besorgen, das frisst die nämlich ganz schön. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was aus dem Video geworden ist oder ob überhaupt irgendwas geworden ist. Ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß heute mit Martin und natürlich mit diesem Wahnsinns 1er M-Coupé, dessen zukünftigen Besitzer ich jetzt schon ein bisschen beneide. Also es ist kein Deut weniger wie besonders geworden oder so. Ich habe mich auch noch nicht an das Teil gewöhnt, dafür ist es einfach zu schnell und zu cool. Also ich hatte sehr viel Spaß, vielleicht hattet ihr auch ein bisschen Spaß und wenn dem so ist, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr das Video liked, vielleicht einen Kommentar da lasst irgendwie und sagt, gut oder schlecht vielleicht auch, man weiß es nicht. Ihr helft uns sehr, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Das hilft insofern auch euch vielleicht ein bisschen, als dass ihr dann das nächste Video nicht verpassen könnt. So, ich mache mich jetzt weiter daran zu gucken, wo ich Geld herbekomme für einen 1er M-Coupé. Aber vor allen Dingen daran, zeigt den Hobel mal wieder ein bisschen an den Start zu bekommen. Bis bald. Ciao.